Ja, Leute, hallihallo und herzlich willkommen zu einem. Okay, man bekommt hier auch Strafen an der Hand. Sichten durchkommen. So, erste Runde, glaube ich. Okay, wir können noch wirklich ein Tempo, wenn wir rauskommen. Auch nicht schlecht, ne? Jetzt sind wir in der zweiten. Okay. Das ist gut. Wir brauchen die Fahrt. Wir müssen mal einfach die Augen kriegen. Das ist so wichtig. Ich finde es gut, vielleicht kommt man das auch so wie jetzt hier irgendwie hinten links. Das Licht ist schön sofort. Schöne Schmier von der Schöne. Machen wir mal so weit. Würde man nicht so funktionieren, was du hast. Liegt auch eigentlich ziemlich gut, fängt sofort an. Machen wir mal den Lenker. Den Griff geht auch ganz schön. Okay, echt gut. Haben natürlich nicht den ersten Satz gemacht, weil wir ein bisschen rumgeschlenkert haben, aber schon nicht schlecht, wenn der Ziel ist. 78 AMD. Fahren wir um. Fortschritt, Punkte bekommen. Was ist das? Gibt ein Drive Cup, was ich ein bisschen nur schade finde. Wie für so ein hochgepriesenes Spiel. Das keine Open World Map hat, was eigentlich viele Spieler haben heute. Der Mini Cooper. Glaube, der ist nur auf der Limited Edition drauf, die wir haben. Was haben wir hier? Ein Golf GTI. Sieht auch nicht übel aus. Dann ein Volkswagen Beetle. Ein Audi A1 Quattro.
Ein New Clio, ein Mercedes A75 AMG, ein Bentley Continental GT V8, ein BMW M235i, ein Audi RS5 Coupé, ein Mercedes-Benz CLA 45 AMG. Kein schlechter Wagen, würde ich mal sagen. Dann haben wir bestimmt einen Lotus. Ja, ein Lotus. Ein Lotus Evora S Sports Racer. Jetzt kommt wieder ein Audi. Ein Audi TT RS Coupé Plus. Ein BMW M135i. Ein BMW M3 GTS. Ein Maserati Gran Turismo MC Trado. Ein Spyker C8 Aileron. Ein Bentley Continental GT Speed. Ein Alfa Romeo 4C. Ach hier, wir haben auch die Klassen, so wie es aussieht, das ist mir gerade erstmal aufgefallen. Ein Kompakt-Sportwagen, Klasse, ein Sport und ein Performance. Ein Alfa Romeo 4C, auch in der Performance-Klasse. Ein Ferrari California. Ein Aston Martin. V12 Zagato. BMW M5 2011er. Ein Aston Martin wieder, ein Lotus GS, ein Audi RS6 Avant, ein Mercedes-Benz C63 AMG Coupé Black Series, ein Ferrari FF, ein Roof RGT8. Ein Roof ist ein auf Porsche, glaube ich, grundbasiert. Ein Mercedes-Benz SL75 AMG. BAC Mono. Ein Audi R8 VC Coupé Plus. Wir sind ab hier übrigens, ab dem BAC, in der Superklasse. Ein Ferrari 430 Scuderia, ein Aston Martin V12 Vantage S, wieder ein Ferrari, jetzt ein Ruf, ein Aria, Atom 500 V8. Mercedes-Benz SL AMG Coupé Black Series. Ein Aston Martin Ron 77. Ein Ferrari 599 GTO. GTA Spano. McLaren 12C. Und ein Ferrari F12. Jetzt sind wir in der Hyperklasse. Pagani Zonda R. Ich lasse ihn nochmal umdrehen. Ein Ruf CTR 3 Club Sport. Ein Pagani Huayra. Ein Hennessy Venom GT. Ein Königsegg Agera R, McLaren P1 und zu guter Letzt ein Gumpert Apollo Enraged. Das hat zwar falsch ausgesprochen, aber gucken wir nochmal die Einstellung, die wir hier einstellen können.
kann den Schalttyp ändern auf Schaltgetriebe sozusagen und auf Automatik. Wenn die Kurven sehen, aktivieren Sie die Option, wenn du möchtest, dass dir der Koop-Kamera in der Nähe einer Kurve eine bessere Sicht auf die Streckenlauf vor dir gibt. Außenkamera X, Außenkamera Y-Achse, Cockpit-Kamera kann man einstellen. Steht Standardeinstellung und Tutorial Fortschritt zurücksetzen. Dann die Anzeige. Deckkraft kann man einstellen. Bewegung der Bildschirmanzeigen, Rückspiegel, dass die funktionieren. Drehzahlmesser ein, Einheiten kann man auswählen. Spielertext, Mini-Karte kann man anzeigen. Geisterfahrzeug, Deckkraft. Bildschirmbenachrichtigung, Spiel kann man auch ausschalten, anschalten. Touraufgaben anzeigen, Benachrichtigungen über soziale Aktivitäten, Benachrichtigungen über Multiplayer-Sessions und die Standardeinstellung wiederherstellen. Die Mitwirkenden stehen auf dieser Seite auf. Kommen Sie. Mal gucken, sind viele, deshalb gucken wir die jetzt auch nicht alle an. Steuerung haben wir noch. Den DualShock-Controller hat man Lenkrad oder Remote Play nimmt, also die PS Vita. Lenkrad finde ich auch nicht schlecht, dass man das anschließen kann. Kann man auch noch ein bisschen hier einstellen. Lenkradhilfe, Lenkradvibration und Tastenbelegung. Den DualShock-Controller kann man natürlich auch einstellen. Link in die Richtungstaste, Bewegungssensor, Funktion. Und dann Vibrationsstärke, aber das lasse ich mal hier auf Mittel, weil das manchmal echt lassen ist. Probieren wir das mal mit dem Bewegungssensor aus. Hier kann man die Musik und Effekte Lautstärke genau anpassen. Das ist auch nicht in allen Spielen. So wie wir jetzt mitbekommen haben in die ganzen Tests. Jetzt fahren wir nochmal ein Rennen und gucken, ob das so funktioniert. Einzelveranstaltung machen wir. Einzelveranstaltung. Wir können auch ein Zeitrennen machen. Ein Rennen, ein Zeitrennen oder driften. Wir nehmen mal Rennen. Wir akzeptieren das, dann können wir aussuchen zwischen den ganzen Orten. Die es in Zweifel, glaube ich, bis jetzt gibt. In Kanada, in Chile, in Indien, in Norwegen oder Schottland. Ich bin mal für Kanada. Dann müssen wir noch eine Strecke auswählen. Schon ein paar. Ich finde noch nicht wirklich viel. Dann nehmen wir mal die hier. Anstellungsdetail können wir noch hier bearbeiten. Wir können einstellen, wie viele Gegner. Gegner-Schwierigkeit. Amateur, Semi-Pro, Professional, Legende, Rocky. Rocky ist dann das höchste. Nehmen wir Semi-Pro. Die Tageszeit machen wir mal auf 11. Ich möchte bitte ein klares Wetter oder Zeitraffer sein, nicht so schnell vorangehen. Also man kann auch hier. Dann geht die Zeit schnell vorbei, dann kann man auch schnell mal ins Dunkle geraten. Zuschaueranzahl machen wir mal hoch. Ein Duell ist auch möglich. Hier links sehen wir nochmal die Übersicht, was wir eingestellt haben und wir starten mal. Wir haben als letztes den Mercedes-Benz A75 AMG. Deshalb nehmen wir jetzt mal den Mini John Cooper Works GP, um euch den zu zeigen. Hier können wir noch eine Lackierung anwählen. Müssen wir, glaube ich, in der Werkstatt machen. Oh, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Tipp, fahre sauber, Kollision und das Verlassen der Strecke kostet dich wertvollen Ruhm. Probiere alle 6 Kameraperspektiven aus. Standard R1. Ich finde ja die immer am besten.
Ah. Was machen wir mal mit der Bewegungssensorsteuerung? Mal gucken, wie die ist. Lässt sich sehr komisch lenken. So, stellen wir das mal um. Aber war ja mal ein Versuch wert, um euch zu zeigen. Die Richtungstasten können wir auch nehmen, aber wir nehmen mal den linken Stick. Ich glaube, der ist am besten dafür geeignet. So. Zuschauer haben wir ja hochgestellt. Sieht auch ziemlich hoch aus. Hui. Schöne Zeichen. Windschatten mal probieren. Ob das auch so weit geht? Schau. Aber nicht hier. Doch, jetzt. Jetzt gerne mal nach hinten gucken. Ich nicht schlecht aus. Die Landschaft ist auf jeden Fall der Hammer draußen. Wenn ich das jetzt hier so sehe, wenn das als Open World wäre, mein lieber Mann. Sieht schon nicht schlecht aus. Achso, wir müssen auf der Straße bleiben, wenn ich das sehe. Straßen. Ist ja schon komisch. Ein bisschen übertrieben, weil das sogar. Können wir auch ein bisschen schneiden. Die Kurve. Kann ich voll ausnutzen. Uns hat der erste Dreher mächtig Zeit gekostet. War auch ein schöner Hintergrund, muss man sagen. Jetzt fahren wir mal die Tour. Die Multiplayer-Modus ist, glaube ich, deaktiviert, oder? Ich glaube, im Update ist die ein bisschen. So. Volkswagen-Herausforderung. Windiger Kompaktwagen. Machen wir mal den Volkswagen. Okay. Start. Okay, das dürfen wir fahren. Dann machen wir den. Das dürfen wir. Den haben wir ja schon. Mit dem Mercedes. Wenn wir jetzt in einem Club wären, hätten wir noch hier haben. Wir nehmen jetzt mal schön schwarz. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus, würde ich mal sagen. Ich finde das ja schön animiert. Alright, verschaffen die Ruhm für Drifts, Überholmanöver und schnelles Fahren. Ah,
Unsere Aufgabe: erreiche eine Rundenzeit von 1 Minute 41. Von der Straße ab, ich bringe wieder dazu. Wir kriegen dafür, dass der uns ins Fahrzeug zu. Okay. Ich glaube mal aus. Und ich kann mal hochschreiben. Automatisch schon mal nicht schlecht. Mein Öl könnte man noch ein bisschen was rausnehmen. So, das war die Lektion. Wir sind jetzt mal erst um uns rumgeschlindelt in der letzten. Ich muss sagen, das Fahrverhalten finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Die Annahme der Bremse finde ich ein bisschen, könnte man vielleicht noch zur Einstellungsoption machen. Die direkt da annimmt. Hier haben wir mal die Anzeige übersprungen.
Wir haben auch eine hier freigeschaltet. Und damit haben wir auch ein neues Fahrzeug. Das werden wir als nächstes bestimmt nutzen. Denke ich mir mal. Einfach nur, um euch zu zeigen. Da haben wir es. Clubstufe. Persönlicher Meinung bin ich zwar kein Beetle-Fan. Aber es ist vielleicht schon nicht schlecht. Auf jeden Fall finde ich es echt gut, das außenrum Backup. Echt gut gelungen. Zweimal 20. Jetzt wieder eine Kurvenstrafe bekommen. Da haben wir den Geist, den wir für uns in die Einstellung einstellen können. Die Deckkraft. Ach, wieder hier. Machen wir nochmal einen Neustart.
Ja, kann man hier sogar was. Aber 3 Sekunden reichen mit 2 Sekunden hin. Und ich will gucken, ob wir hier noch was rauskriegen. Sechs Sekunden. Und. Ja. Okay. Pausenmenü. Anstellung abschließen. Bam! Da haben wir es auch. Und wir haben ein neues schönes Fahrzeug. Nein, ich möchte eigentlich nicht weiter. Aber wir müssen. Eigentlich wollte ich nochmal in die Arsch. Okay, das nehme ich mal richtig. Gehen wir noch mal ganz vor. Okay, das funktioniert auch sehr gut. Jetzt haben wir hier ja hier den auch den Anpassung müssten wir doch selber noch was. Ah. Okay. Was machen wir denn blau? So ein leichtes Grau wäre geil. Muss man das Blau noch ein bisschen dunkler machen? Sekundär ist. Ah, so dazwischen. Mach ich mir irgendwie ein dunkles. Oder so ein Rot. Eigentlich eher ein dunkles. Aus. Ein bisschen zu krass. Mach mal so. Was kann ich noch einstellen? Rennziffer? Die Schriftart ist auch nicht schlecht. Nehmen wir die. Ein Klopperzeichen. Müsste ich noch das Update downloaden? Okay, ist auch nicht übel. Wenn wir Rennzeichen machen, wie es aussieht. Tageszeit jetzt. Kann man den bei Tag nicht die Tageszeit angucken? Machen wir mal Nacht. Ja. Doch nicht mal so schlecht aus. Obwohl ich lieber den Audi. Wo haben wir den Audi? Hm. Da haben wir doch schon das Design eigentlich. Sieht doch gar nicht mal so. Schade, dass man nicht noch mehr. Hier kann man noch ein bisschen designen. Nein. Straße, Bonus, Zeitraum. Nehmen wir das hier. Speichern wir. So, haben wir das den Bereich auch schon gezeigt. Da ich jetzt noch nicht das Update runtergeladen habe für euch, wie ihr seht, können wir noch keinen Club erstellen oder Club suchen.
Das sollte jetzt erstmal reichen für die erste Einführung. Also, wie gesagt, fangen wir mal an. Bro, es sieht auf jeden Fall gut aus. Es lässt sich gut fahren. Es sind ziemlich viele. Ziemlich gut detaillierte Fahrzeuge. Zum Clubmodus kann ich ja noch nichts sagen. Ja, es läuft auf jeden Fall gut. Man kann recht viel einstellen, was ich immer persönlich ziemlich gut finde. Wenn man hier ziemlich viel selber nochmal nacharbeiten kann. Gut, Spiel haben wir noch gar nicht geguckt. Die gucken wir nochmal an. Tour und Einzel finde ich auch gut. Als viertes hätte noch ein Splitscreen-Modus nach meiner Meinung nach hingemisst. Jetzt nehmen wir mal Schottland. Also hier waren wir ja. Doch. Ja. Ja, ein Splitscreen auf jeden Fall dahin. Aktuelle Probleme mit dem Club-Modus, ob wir den hier nicht testen, gerade. Aber wir haben es ja schon auf Game News berichtet, dass es Probleme mit den Servern. Aber so nach dem Update jetzt scheint es wahrscheinlich eher ein Spielproblem zu sein. Im Spielproblem. Server scheinen ordentlich zu laufen. Nach Angaben des Entwicklers. Ja, KI ist auch ziemlich gut. Wie man sieht, gleich. Jetzt machen wir nochmal den Innenraummodus. Hier den hier. Müssen wir, ja, Spiegel funktioniert eigentlich. Sieht echt gut aus. Spiegel da ist auch. Gibt auch wieder was es will. Der Spiegel da oben auch. Gucken wir mal die Drehzahl besser an. Funktioniert auch. Wenn ich jetzt bremse, geht der andere auch runter. Die Uhrzeit läuft auch. Ich weiß nicht, was mit dem Datum ist. Gucken wir uns mal den Rest hier drin an. Halt mal einfach mal an, gucken uns die Kulisse an. Im Hintergrund so. Ja. Kann man nicht meckern. Obwohl ein Türknauf ein bisschen künstlich aussieht. Was hat er hier? Lenkrad. Im Rennwagen, naja. Ob das so. Das ist auch nicht übel. Das sieht echt gut aus. Hinten kann man auch nochmal rausgucken. Funktioniert auch. Hier passiert nichts. Hat er jetzt den Arm weggenommen? Ach so, es ist gut animiert. Ist hier zum Schalten. Hinter den Arm weg, das ist auch nicht schlecht animiert. Machen wir volle Drehzahl. Wollte ich zurück. Ja. So, als Zuschauer sieht auch nicht schlecht aus. Ein bisschen schwammig teilweise auch. Mal gucken, was man das war. Spiegel, jetzt kommen wir mal hier raus. Das Fahrzeug noch ein bisschen genauer an. Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus, wie gesagt. Ja, ob man das Audi da hinsetzen müsste als Kennzeichen. Wenn man vielleicht doch eher ein Kennzeichen nehmen soll. Dass man vielleicht sogar selber entwerfen kann. Ja, machen wir mal schnell. Licht funktioniert. Ich möchte nochmal nach vorne. Ja, ist auch nicht schlecht. Da hat man jetzt oben eine Rückspiegel. Spiegel. Gute hier Spiegel.
Reflexionseffekt, das aber immer so. Aha. Hier ist das Gemisch, ist das System auch drin, das haben sie auch. Hm. So, wieder im Auto. Jetzt machen wir einfach die Strecke mal ein bisschen umgucken. Hier ist, ich weiß nicht, wo ich das genau sehe, aber irgendwie sehen die das Wasser da hinten ziemlich blatt aus. So verwaschen. Komm nochmal von hier. Habe ich jetzt am besten hier lang. Okay, hier sieht schon wieder nicht mehr so schlecht aus hinten. Unterteilen, ordentlich. Fangen wir hier rein. Ja. Ah, der bewegt sich nicht. Schmetterlinge, Kulisse. Die Bäume sind voll verwaschen aus. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Details drauf packen können. Man sieht sie zwar nicht im Rennen, aber die Bäume sehen auch irgendwie so blatt aus, finde ich. Wo wollen die nicht mehr? Was ist wieder? Das ist cool, wenn hier irgendwelche Tiere oder sowas einmal kommen. Ja, ein paar Schmetterlinge, aber richtig, was läuft oder so. Und ja, es ist kein Open World, aber wenn das Spiel im Jahr verschoben wird, ich weiß nicht, ob man da nicht mehr sehen könnte. Sieht alles ganz schön aus, wie die Lichteffekte. Halt nur mal an. Okay. Ja, Phase ist auch schlecht. Hier wieder das Wasser, das sieht wieder so blatt aus. Ah, Detail. Kann da mir gerade was entgegengeflogen? Hallo, was? Pass! Oh nein, hier haben wir wieder ein bisschen Detail.
Oh, Schnitzel, das ist eigentlich irgendwie. Schöne Lichteffekte machen wir rein. Heute ist dunkel. Das ist eine Ampel. Scheint auch eine Ampel zu sein. Okay, das ist auch da. Fahren wir irgendwie ziemlich komisch. Ja, jetzt wirkt das Wasser auch. War nicht mehr so blatt, oder? So. So, auf einem anderen aus wie ein Ölgemälde. Mal. Wenn man dahinter guckt, da vorne. Ja. Nicht schlecht. Gucken, wie jetzt das Auto aussieht. Müsste er ja eigentlich. Suchen wir mal rückwärts irgendwie an. Also nochmal. So sieht's aus. Was wir noch probieren, müssen wir mal irgendwie in die Wurfschlag gehen. Oh ne, der gehört schon auf. Ah. Hat leider schon auf. Ah. Ja. Eine Kleinigkeit, die immer eine Freude machen kann. Jetzt driften wir mal hier rein.
Jetzt hier sieht man es. Man hat es gesehen, links war auf dem Bild auch wieder schwammig und dort, wo es fokussiert, wo das Auge ist, als erstes entfällt wahrscheinlich. Da ist es wieder gut. Soll es auch als Vorstellung erstmal reichen? Ich bin Michi von GameNews.gr und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwas sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Auf GameNews unter diesem Beitrag, nicht auf YouTube bitte. Auf GameNews. Der Beitrag ist auf YouTube verlinkt. Dort könnt ihr ihn sehen. Und dann bitte darunter schreiben, welche Teile wir euch noch zeigen sollen oder antworten sollen, ob es es gibt, ob es es nicht gibt. Wir zeigen es euch natürlich. Vielleicht hilft es euch bei der Kaufentscheidung, ob ihr es haben wollt oder nicht. Wir müssen sagen, ja, es ist gut, sag mal so. Spitze ist es nicht, aber es lohnt sich eigentlich zu kaufen. Es gibt es exklusiv für die PlayStation 4, also Xbox-Nutzer. Xbox One haben da nicht, auch nicht der PC. Rauskommen am im Oktober, Anfang Oktober, sagt man mal so. Und man muss sagen, ja, passt. Zwar mit einem Jahr Verzögerung, sollte ja schon letztes Jahr rauskommen, mit Release der PlayStation 4. Daraus ist ja nichts geworden, sie haben es ja verschoben um ein Jahr fast. Das ist ja jetzt schon nächsten Monat, also im November, wird in die PlayStation 4 schon ein Jahr. Happy Birthday! Auch die Xbox natürlich, Happy Birthday! Jetzt nochmal Tschüss, auf Wiedersehen, euer Michi von GameNews.de.